Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Halo Squad. Heute habe ich mir mal ein neues Konzept überlegt und zwar Top 10 Facts. Es geht darum, ich mache einfach ein paar Fakten über Halo, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind, weil es gibt in Halo eine ganze Menge. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir gleich an mit Fakt 1. Fakt 1, die Jäger sind... ist die einzigste Spezies, die von der Flood nicht infizierbar ist, da sie aus Hunderten von Leggolo bestehen und diese einzeln über viel zu wenig Biomasse verfügen. Somit ist das nicht möglich, dass ein Jäger zum Flood wird. Fakt Nummer 2 wäre, als Halo 1 gestartet hat, hat man gesagt, dass Master Chief der einzigste Spartan ist, beziehungsweise der letzte. Das stimmt aber nicht. Es gab noch haufenweise Spartans, die im Einsatz waren. Fakt 3. Im Film Halo 4 Forward Unto Dawn, also den Real-Life-Film, den einige vielleicht kennen, war zum Schluss ja der Master Chief da. Und nach Berechnungen war Master Chief da 15 Jahre alt. 15. Fakt 4. Tartarus Hammer hieß Faust von Ruckt. Fakt 5. Johnson wurde zum Spartan ausgebildet, aber nie zu Ende geführt. Fakt 6. Sarah Palmer war mal ein ODST, bevor sie zum Spartan wurde. Ein ODST, ich finde die richtig cool, deswegen nicht schlecht. Fakt 7. Dieses Jahr soll noch Halo Online für den PC erscheinen, was die Engine und Grafik von Halo 3 beinhaltet. Fakt 8. In die Master Chief Collection wird dieses Jahres, also Ende 2015, gegen November, der Halo Master Chief Collection Halo 3 ODST hinzugefügt, und zwar kostenlos. Dieses ist natürlich in 60 FPS und 1080p spielbar. Fakt 9. Die Eliten und die Propheten haben sich früher bekämpft. Also komm, die Propheten, da ist doch gar nichts dran. Wie konnten die kämpfen? Und Fakt 10. Der Easter Egg Run, den man in Halo 1, 2 und 3 gesehen hat, ist in Halo 4 nicht mehr drinne. Also diesen Grunt, der da immer irgendwo stand zum Schluss, der war in Halo 4 nicht mehr dabei. Schade. So Leute, das war's von Halo Facts. Dieses Video wird auf dem Halo Cluster Kanal hochgeladen. Würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Dann könnten wir meine Halo Community vielleicht auch ein bisschen steigern, ein bisschen rumdiskutieren, bla bla bla. Vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, Halo Cluster. Und dann sehen wir uns das nächste Mal doch hoffentlich. Bis dahin, ciao.